So, willkommen auf unserem neuen Lost Place. In diesem Lost Place waren wir in Hamberg-Harm, ist eigentlich kein Lost Place. Wir waren in einem Waldgebiet, ein etwas größeres Waldgebiet in Hamberg-Harm und dort war ein Friedhof umkreist von nur Wald. Dieser kleine Friedhof von irgendwie 1800, 1700, gespenstig war es definitiv. Ein Kollege hatte so einen kalten Schauer auf den Schultern, aber ich will hier auch keinen erzählen. Schaut einfach selbst die nachfolgenden Videos und let's go. So Leute, guten Abend und willkommen bei meinem neuen oder unserem neuen Lost Place beziehungsweise meine Nachtwanderung. Wir sind hier in Naherbergkam an einem uralten Friedhof. Nachts, ich weiß nicht, von 1800. Ja, wer sagst du, wer ist hier vergraben? Freier von Lichtblick? Ach, Lichthof. So, dann gehen wir jetzt mal auf diesen geilen Friedhof von 1800 und. Krass, das ist wirklich schon uralt hier, wa? 1876 ist er geboren, 1948 gestorben. 3 Jahre nach dem Ende des Dritten Reichs. Alter, was war das denn jetzt, ey? 2008, oder? 24.05.2008. Noch ganz neu. Ihr wart nachts hier auch noch nicht? Nee, nachts noch nicht. Ist schon ziemlich geil hier, ey. Ich war aber auch noch nie nachts. So, dann machen wir hier mal ein Ende und einen Cut und melden uns gleich wieder. So, wir sind hier bei Teil 2. Hab auch gerade in Erfahrung bringen können, leuchte mal hier so hin. Hab auch gerade in Erfahrung bringen können, dass sich hier noch nie einer hingetraut hat. Nachts schon mal gar nicht. Man hat hier wohl auch hin und wieder mal Menschen mit einer Gießkanne gießen hören. Und wo man dann. Und, boah, Alter. Hörst du das? Ja, ich hab's gehört. Was ist das denn? Und so ein cooles Flair, ne? Wo man dann letzten Endes hier war, hat man dann doch niemanden gesehen mit der Gießkanne. Also das ist hier schon ziemlich krass, was hier abgeht. Wie gesagt, das ist mitten im Berg Harm. An so einem uralten Friedhof. Es ist auch mitten im Wald, also es ist hier tief, tief im Wald drin. Vielleicht kennt jemand den Wald, also man muss schon so 10, 15 Minuten laufen, bis man hier ist. Und ja, ich hoffe, dieser Teil hat euch gefallen, auch wenn das jetzt ein bisschen spontan war. Deswegen war die Erklärung jetzt auch so ein bisschen Larifari, aber es war wie gesagt eine Spontanbesichtigung. Und auch wir haben jetzt hier gerade schon einiges gehört. Ja, ziemlich aufregend, ziemlich krass. Also, wir melden uns nochmal wieder. Vielleicht machen wir nochmal einen dritten Teil. Ansonsten war es das. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Naja, sieht man kaum. Ja, man hat was hier, der Friedhof, echt. Ja, reicht der Lost Place noch für heute Abend? So spontan ausgewählt? Ja, es war ja eine spontane Aktion, die wir starten wollten. Ja, deswegen, ich dachte auch so, vielleicht, so deswegen habe ich das vorgeschlagen, weil ich dachte mir so ein normaler Friedhof, mein Gott, normaler Friedhof. Mein ne? Gott, ja, aber das ist halt was anderes hier, ne? Eben, das eben. Ding ist uralt. Jetzt, wenn jemand sagen würde, kennt jemand den Friedhof nahe Bergkamen, könnte ich sagen, ja. Gestern hätte ich sagen, so, würde ich sagen, was ist das? Und ja, das ist genau der Unterschied. Reihe von Richthofen, wer ist das denn? Ja, niemand kennt so gut. Mach mal das Tolle mal auf. Das quietscht so schön. Wir haben hier so ein. Das ist richtig, richtig krass. So, und hier habt ihr also schon öfter einen mit der Gießkanne, oder? Das sind wir einmal, ne? Habt ihr? Ja. Wie gesagt, das Tor hörst du öfters, ohne dass jemand hier ist. Das Tor hörst du öfters, ohne dass jemand hier ist. Krass. Also wie man gerade gehört hat, hat man auch das Tor öfter gehört, obwohl hier niemand war. Wir waren hier schön am sonnigen Tag und du hast gesehen, alle Steine waren klitschnass, aber es war kein Mensch in der Nähe. Alle Steine waren klitschnass, es war aber niemand hier. Nein, als wenn das hier mit einem Gartensprengler gearbeitet wurde. Krass. Nichts, überhaupt nichts, weit und breit kein Mensch. Und wir sind ja, es gibt ja nur einen Weg hier runter, du hast es ja gerade gesehen. Ja, ja, klar. Es gibt nur einen Weg, der hier hinführt. Und es kam auch niemand entgegen. Und bei so einem warmen Wetter hätte das weg sein müssen.
Wir haben es ja sogar noch gehört. Aber ich gehört. So Leute, wir machen dann mal beim dritten, machen wir mal hier Schluss. Aber vielleicht, boah Alter, vielleicht kommen wir nochmal wieder. Bis dann.